Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen weiter mit dem Waldrechtsgedöns nach Bundesländern. Ich will mich gar nicht lange aufhalten. Und es gibt jetzt NRW, Nordrhein-Westfalen. Da ist zum Betreten erstmal zu sagen, man darf grundsätzlich erstmal schon. Was man nicht betreten darf, ist Verjüngung. Also die üblichen Verjüngungsflächen, Anpflanzungsflächen, Forstkulturen etc. Und NRW legt nochmal größeren Wert darauf, verweist also extra drauf, dass andere Vorschriften trotzdem noch gelten können. Ein Beispiel dafür ist § 19a Bundeswaldgesetz. Da steht drin, dass man Tiere nicht an ihren Ruheorten sozusagen aufsuchen und stören darf. Soll heißen, in eine Dickung, wo die Wildschweine drin sitzen könnten, darf man nicht reinlatschen. Ist aus so gesehen einfach keine gute Idee, es zu tun, aber man darf es auch zusätzlich halt eben nicht. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Außerdem darf man nicht auf den Hochsitz steigen oder forstbetriebliche Handlanger irgendwie betreten oder da reinschleichen und so weiter, aber lassen wir das. Das müsst ihr woanders dann nochmal, was generell für jedes Bundesland gilt, führe ich halt bei den einzelnen Bundesländern nicht nochmal explizit auf. Gut, Sammeln von Walderzeugnissen, Standard nach Bundesnaturschutzgesetz, der übliche Handstrauch. Holz, ja, das ist so eine Sache. Grundsätzlich gibt es relativ gute Möglichkeiten, um in Nordrhein-Westfalen an Lesescheine ranzukommen, mit denen man dann quasi Holz machen darf. Aber man darf, wenn man so ein Ding nicht hat und dafür kein Geld bezahlt hat, regulär erstmal kein großes Holz einsammeln. Natürlich ein paar Zweigchen, da kriegt kein Hahn danach, aber größere Mengen, also so im Sinne von, dass es für ein Lagerfeuer reichen würde, mehr als man tragen kann, darf man auf keinen Fall sammeln. Dann wäre noch zu sagen beim Thema Feuer, das ist eigentlich standardmäßig wie überall sonst auch. Also sprich, Feuer machen darf man nicht, aber der Waldbesitzer schon, der Jäger schon, der Imker schon, der Angestellte der Forstverwaltung und so weiter und so fort. Es gibt dazu noch eine kleine Besonderheit, dass es nämlich zu NRW einen Bußgeldkatalog gibt, was man alles falsch machen darf. Und wenn man da mal reinschaut, dann stellt man fest, dass da sowohl das Entzünden eines Lagerfeuers aufgeführt ist und der unsachgemäße Gebrauch mit brennenden oder glimmenden Gegenständen, zum Beispiel wegwerfen oder sonstigen Unsinn damit anstellen, woraus sich ergibt, dass zumindest nicht bestraft werden kann der sachgemäße Gebrauch mit brennenden oder glimmenden Gegenständen. Das bedeutet, man kann zumindest mal mit einer Fackel theoretisch durch den Wald rennen, man kann mit einer brennenden, also wirklich einer auf Feuer basierenden Laterne durch den Wald rennen. Das ist beides nicht so ausdrücklich verboten, es ist natürlich auch nicht wirklich erlaubt, aber es ist halt eine Grauzone. Und außerdem könnte man wahrscheinlich an Rahmen dieser Grauzone auch manche Kocher verwenden, wie zum Beispiel ein Trangia Sturmkochersystem, wo ja das Feuer nicht sichtbar ist, wenn der Topf drauf ist, zumindest nicht. Und ein so sicherer Kocher wie so ein Trangia, der wäre wahrscheinlich von dieser Grauzone sogar abgedeckt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann reichen würde, um jemanden zu verknacken, weil der nur so einen Trangia verwendet hat, nachdem ja ein gewisser Umgang mit Feuer zumindest nicht bestraft werden sollte, nach Bußgeldkatalog. Gut, also ein kleines bisschen Sonderrecht sozusagen. Rauchen darf man nicht von 31. März bis 1. Oktober, habe ich mir hier so aufgeschrieben. Es könnte auch Anfang März bis 1. Oktober gewesen sein. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Das kann man nicht mehr lesen. Radfahren darf man auf befestigten Wegen. Was ist ein befestigter Weg? Das ist ein Weg, der in irgendeiner Form mit einer baulichen Maßnahme befestigt worden ist und jetzt fester ist als einfach nur ein Trampelpfad. Weil ein Trampelpfad ist kein Weg. Kein befestigter Weg im Sinne dieses Gesetzes und auf sowas dürfte man dann entsprechend nicht fahren. Zelten darf man nur mit besonderer Befugnis. Eine besondere Befugnis kriegt aber kein Mensch. Das heißt, man darf in NRW nirgendwo überhaupt gar nicht zelten, auch nicht, wenn man der Waldbesitzer ist. Na gut, wenn man der Waldbesitzer hat, man vielleicht die Möglichkeit, eine besondere Befugnis aus irgendwelchen Gründen zu bekommen. Aber alle anderen haben keine Chance. Und jetzt gibt es einen generellen Spezialfall, der für Nordrhein-Westfalen gilt, weil als bevölkerungsreichstes Bundesland und dem, sagen wir mal, höchsten Personen pro Wald-Verhältnis, also wenn alle Leute in NRW in den Wald rennen würden, dann wäre der Wald sehr, sehr, sehr voll, den sie da so haben, gibt es da eben die Besonderheit, dass extra im Gesetz drinsteht, dass Waldflächen aufgrund hohen Besuchsdrucks im Betreten ein bisschen beschränkt werden können. Das kann losgehen mit, man darf nur tagsüber die Wege verlassen, es kann weitergehen mit, man darf die Wege gar nicht verlassen oder man kann den Wald komplett sperren
Ja, das sind so die Möglichkeiten, die da eben bestehen. Das muss aber gekennzeichnet werden. Ne? Also das heißt, es kann euch eigentlich nicht passieren, dass ihr aus Versehen irgendwo den Weg verlasst, wo das nicht erlaubt ist, weil wenn das wo wirklich verboten ist, dann muss das in irgendeiner Form so kenntlich gemacht werden, dass die Bevölkerung das auch mitbekommt, sofern man nicht wie ein Blinder durch den Wald stapft und überhaupt keine Schilder zur Kenntnis nimmt. Dann gilt das natürlich nicht mehr, aber ja, das wäre der Sonderfall Nordrhein-Westfalen. Und dann wurde ich auf Wunsch von der Reiterfraktion gebeten, nochmal kurz das Thema Reiten anzusprechen. Und das besteht vor allen Dingen darin, dass man hier unterscheiden muss, ob man sich im Wald oder in der sonstigen offenen Landschaft befindet, also freien Landschaft. Und zwar ist in der freien Landschaft das Reiten auf Privatwegen und natürlich auf stinknormalen Straßen, wo jeder sich fortbewegen darf, grundsätzlich erstmal gestattet, kann aber bei entsprechendem vielen Reitdruck dann wieder eingeschränkt werden. Und im Wald gilt auf befestigten Wegen, darf auch geritten werden, insbesondere dann, wenn nichts anderes dran steht. Ne? Also das heißt, sollte da tatsächlich eine Einschränkung bestehen, dann müsste man auch das wieder entsprechend ausschildern. Diese Einschränkungen kommen dadurch zustande, dass wenn ein hoher Erholungsdruck herrscht, das Reiten meist verboten wird. Denn die Reihenfolge der Wichtigkeit der Leute, die die Erholung im Wald suchen dürfen, ist Fußgänger, Radfahrer und dann erst Reiter. Soll heißen, Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang vor Reitern. Das ist fast bundesweit, fast überall so geregelt. Sonst noch was? Nein, das wäre es gewesen zu Nordrhein-Westfalen. Also, wenn man bedenkt, dass es halt das Bundesland mit den meisten Einwohnern pro Wald ist, ist es erstaunlich liberal und wer da wohnt, darf sich eigentlich fast nicht beschweren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das auch noch erheblich heftiger hätte machen können, dieses Waldgesetz. Bis zum nächsten kleinen Video.